Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in einem Patron mit dem Thrawn's Revenge Mod und wir sind kurz davor hier zu beenden sozusagen und die Galaxis einzunehmen. Das Imperium hat noch ein paar Welten mit sehr starken Flotten. Es nähert sich aber dem Ende zu, was man hier merkt. Wir haben jetzt allerdings auch schon... Wow! Da hauen sie einfach ab, okay. Natasidana als Heldin, zuletzt, die hat mir überhaupt gar nicht angezeigt hier oben, obwohl sie die imperiale Leitung ist gerade, okay. Und dann werden wir mal schauen, dass wir mit Dana hier ein bisschen was machen können und als letztes holen wir uns dann Captain Palion. Oder Admiral Palion. Mit der Flotte gehen wir aber nach Bomis Cori. Die Allegiance-Schlachtkreuzer können die nicht mehr ersetzen. Die Sternzerstörer ebenfalls nicht mehr. Und deswegen sollten wir hier einige... Oh, die wollen nach Bespin kommen. Interessant. Aber erstmal Bomis Cori. Oh, Bespin baue ich auch nichts gerade. Das ist nicht gut. Da habe ich auch nicht so viel. Erstmal einmal hier. Mit der Sovereign können wir das auch erledigen und Orek Taggi sollte das kein Problem sein. Und dann Chrysalist haben wir die beiden Planeten dann. Einmal schauen, dass wir die Sovereign hier reinholen. Zwei von denen, einen können wir direkt mit dem Hypervelocity-Gun, nicht Hypervelocity-Gun, Superlaserschuss wegholen und der andere... Dürfte so vernichtbar sein. Holen wir Ulrich Tagge hier rein, dass er auf die Golans hier gehen kann. In der Hoffnung, dass er das schafft, ohne vernichtet zu werden. Geh bitte auf die Engines. Und dann auf die schweren Quad Turbolaser. Und dann darfst du dich schon ums Nächste kümmern. Und unterbewusst sozusagen mit den anderen Waffen, die nicht gebraucht werden, den Allegiance noch wegschießen. Nimm die Heiler, die Reparierer hier. Einmal hier drauf gehen und auf die Engines. Hier drüben die Engines vernichten. Der Allegiance ist quasi vernichtet. Und dann haben wir hier auch nicht mehr viel zu tun. Die Golan 2 kann noch vernichtet werden. Die Golan 3. Dass die immer noch nicht... Ach, die können nicht fliehen. Wegen... meiner Sovereign hier und weil die selber noch einen Interdiktor anhaben, der das Fliehen verhindert. Und dann helfen wir hier dem Taggy Battlecruiser. Die Fighter Bay muss vernichtet werden. Sehr nett. Und dann Fighter Bay. Hä? Direkt in dem Ding drin soll noch irgendwo... Ah, da. Nein, das können wir nicht angreifen, wenn er in uns drin ist. Das darf nicht wahr sein. Okay. Bomis Cori, der Luftraum, ist erstmal unser. Ich würde aber sagen, wir fliegen dann jetzt mit irgendeiner Flotte auch nach Chrysalis, damit wir das holen können. Und Dana mit der Nighthammer dürfte auch angreifen. Ich würde ja sagen, die darf Yavin 4 angreifen und da die Jedi vernichten und... das mal hinkriegen im Gegensatz zur Romanversion, aber Jedi und Yavin 4 existieren schon nicht mehr, beziehungsweise Yavin 4 ist in unserer Kontrolle. Aber die Nighthammer, ein Stealth-Supersternzerstörer. Mal sehen, ob der auch hier komplett schwarz aussieht und man ihn gar nicht sehen kann. Wenn wir denn starten könnten? Jawohl. Oh wow. Da ist die Nighthammer. Oh, guckt euch doch mal an, wie dunkel das Ding ist. Hypervelocity Gun hier drauf. Kann man gar nicht richtig sehen jetzt so. Aber du solltest am ehesten hier auf die Antriebe gehen. Und da haben wir den Tarnkappen-Supersternzerstörer. 19 Kilometer lang und nicht sichtbar auf Sensoren oder mit dem bloßen Auge.
Wobei, wenn da Hunderte an Turbolasern anfangen zu schießen, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Okay. Wir nehmen selber Schaden, machen aber mehr Geschwindigkeit und mehr... mehr Geschwindigkeit. Interessant. Ihre Fähigkeit kannte ich, um ehrlich zu sein, noch nicht. Eine Raumstation bauen. Aber es ist sehr, sehr schön, dass sie jetzt einfach so ein Allegiance alleine rumfliegt. Jeder Allegiance, der verloren ist, kann nicht ersetzt werden. Und wenn die dann alleine irgendwo sind, ist es relativ einfach, die zu vernichten, wenn die in der Flotte zusammen sind und immer zu dritt auftauchen können. Oder zu viert, ist das schon problematisch. Deswegen dürfte Dana jetzt auch einfach mal einmal kurz nach Denon gehen, da die Allegiance vernichten. Hier haben sie noch 5. Hier in der Flotte sind es noch 7. Und hier in der Flotte sind es 9 Stück. 9 Stück. Und hier in der Flotte? Einer noch. Ist auch nicht wenig, was die hier noch haben. Müssen wir gucken, dass wir da in irgendeiner Art und Weise durchbrechen können. Beginnen wir mal die Schlacht hoffentlich. Und sehen zu, wie die alle vernichtet werden. Du vernichtest bitte ihn hier. Und weil das gefährlich werden könnte für Dala, holen wir noch die Einheiten hier lang, dass die auf den Sternzerstörer gehen können. Nimm die Engines, dass die nicht fliehen. In die Sternzerstörer hier, Prokusator können sie ersetzen, aber so ein Tektor, ISD-1, ISD-2, die können nicht ersetzt werden. Deswegen nehmen die schweren Quad-Turbolaser, dass der da auf der Seite nicht mehr wirklich unseren Schiffen gefährlich werden kann. Während wir jetzt hier auf Engines auch bitte gehen, die leichten Quad-Turbolaser auf der Seite vernichten und vor allem die mittelschwere Ionenkanone. Und damit ist der Allegiance... noch die Engines nehmen. Und damit ist die Flotte sowieso vernichtet. Spart uns ein bisschen Zeit. Sehr schön. Ein Strike-Kreuzer verloren. Das kann ich verkraften. Und damit können wir zusehen, dass wir vielleicht nochmal ein paar mehr Schiffe bauen. Wir haben so viel Credits und auch noch so viel Bevölkerung, dass wir das locker hinkriegen könnten. Zumindest auf dem Papier. Da ich aber nicht unbedingt sehe, dass wir hier Gillard Pallion haben, sollten wir mal gucken, dass wir Dala, mag ich sie sowieso nicht, die Nighttimer, war nett, die gehabt zu haben. Lasst uns Pallion holen. Bestien 4, warum ist hier bei Bestien 4 so eine fette Flotte? Weil hier nur noch 595 ist. Interessant, 362. Könnte man mal überlegen, ob man mit der Flotte dahin geht. Aber erstmal möchte ich ganz gerne jetzt Chrysalis befriedet haben. Um ehrlich zu sein, wenn die Flotten... Oh, da aufsplitten, wäre mir das auch recht. Jetzt kommen sie bei Bestien 4 mit Bodeneinheiten. Interessant. Die Map ist nicht die beste zum Verteidigen, muss ich sagen. Und ich habe auch keine Lust auf eine große Verteidigung. Es kann sein, dass wir den Planeten verlieren. Ich autosalve jetzt. Dann haben wir den Planeten verloren, dann ist das so. Dann haben sie jetzt einen Planeten mehr. Ich konzentriere mich jetzt lieber auf andere Sachen. Wie Bomis Cori nach Chrysalis. Das mal eben regeln. Und dann im Endeffekt Bomis Cori, Chrysalis und Tar Morden einnehmen. Wenn wir denn starten dürfen... Einmal, komm, nein, nicht die Eclipse, das lohnt sich nicht. So viel stärker ist sie einfach nicht. Hier drauf, du darfst den angreifen. Der Taggy Battle Cruiser kommt wieder hier an die Seite und darf sich die Raumstationen nehmen, dass die schon mal weggehen. Du greifst mal hier an, dass die anderen hoffentlich den Schaden einfach mitnehmen und relativ schnell vernichtet werden. Sehr schön. Ich glaube, es sind jetzt schon 2 von denen vernichtet worden, die einfach... im Kreuzfeuer mit drin gegangen haben, dann gehen die relativ schnell vernichtet. Ich glaube jetzt auch der dritte, ohne dass man die Hardpoints von denen treffen muss. Die nehmen einfach Schaden und die Hardpoints können alle noch grün sein und man gewinnt trotzdem. Und das Schiff explodiert. Das kann man oft ganz gut ausnutzen und ich hätte die
den Superlaser einfach da hinten drauf schicken sollen, wäre es schneller gegangen. Der eine Prokursator, der jetzt extra noch zerstört worden ist, macht jetzt auch nicht mehr aus. Aber egal. Werden jetzt ein paar Sekunden mehr sein. Vielleicht eine halbe Minute. Damit können wir auch leben, würde ich sagen. Einmal hier rüber gehen. Greifen hier noch an. Den Proton-Torpedowerfer. Den Proton-Torpedowerfer. Und sehen zu, dass wir das hier alles kriegen. Sehr schön. Du hier drauf. Du da drauf. Leichte duale Turbolaser da drüben. Sehr, sehr nett auf den Crusader. Perfekt. Chrysalis, der Luftraum gehört auch uns. Und bei Deep Space, okay, wir bauen da gerade oben einiges. Deep Space wird relativ einfach einzunehmen sein. Hoffe ich zumindest. Vielleicht versteckt sich da noch irgendwo eine Gefahr oder eine Mission bei Deep Space. Vielleicht doch noch die Katana-Flotte. Aber das können wir erst wissen, wenn wir dahin fliegen. Deswegen lasst uns mal die Flotten hier zusammenziehen. Und die Bodeneinheiten hier lang. Die Bodeneinheiten hier lang. Die Flotten können auch einfach zusammengelegt werden. Bei Fonda habe ich einen Sternzerstörer. Nice. Gelad Pallion ist jetzt hoffentlich auch irgendwo. Bei Bastion. Sehr nett. Ja, Gdul kann ich nur auto-resolven. Thyfera kann ich ebenfalls nur auto-resolven. Und jetzt hätte ich ganz gerne die Helden. Ein Stückchen mehr. Ist das Marek Steel? Terran Rugris mit der Agonizer und Mace Vermil. Okay. Hast du die Chimäre? Hast du... Oh Gott. So komme ich hier nicht weiter. Er muss jetzt hier relativ weit fliegen. Erstmal Richtung Hakassi. Die Bodenhelden holen wir mal nach Coruscant. Und... Das ist ja frech. Die hat sich jetzt einfach mit dem Imperium vereint. Die Dala. Ich dachte, die kommt zu mir. Ist hier mal richtig frech. Aber Chrysalis sollte machbar sein. Einmal hier hin. Hier können wir es nochmal wieder mit Flugeinheiten versuchen. Zumindest mit ein paar. Ein AT-AT wird uns entgegenkommen. Ein Juggernaut. Damit sollten wir klarkommen können. Wenn wir hier beginnen dürfen. Sehr schön. Ihr lauft hier lang. 1, 2, 3. Kannst du dich bewegen? Sehr schön. Du hier lang. Einer hier lang. Du darfst hier mit runterkommen. Ach, kann ich hier noch? Kann ich noch? Sehr gut. Ihr dürft hier unten mal angreifen, in Hoffnung, dass da einfach keiner ist. Oh Gott. Ach ja, die haben hier... Ne, die haben keine Base Defenses. Wartet Antifahrzeugturm hier hin. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Hier fliegt man ein bisschen näher da dran, um das... Aber das... Okay, die Landezone gehört uns. Immerhin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ihr dürft mit hier runterkommen. Okay, ihr müsst abhauen einmal bitte. Dass ihr repariert werden könnt. Du baust dich auf. Oh, die Landezone ist nicht mehr unser. Zum Glück haben wir da schon viele Einheiten hingeholt, aber trotzdem. Hier eine Repair Station hinholen, dass die relativ weit vorne bleiben können noch. Du baust dich auch auf. Du stehst da zwar nicht perfekt, aber da kommt der AT-AT. Das dürfte auch nicht das Problem sein, den zu vernichten. Vor allem nicht mit so viel Infanterie, die den noch schützen kann. Hier dürft alle mal hier runterlaufen. Da ist er schon vernichtet. Es wird ein zweiter Spawn, aber auch das ist halt halb so schlimm. Oh,
Das ist schlimm, aber wenn es jetzt einmal vernichtet ist und wir hier weiter repariert werden, ist der wenigstens dann auch weg. Hier könnte man noch eine Repair Station hinbauen. Für was auch immer. Hier alle. Vernichtet das bitte. Ja, bombardieren wäre nett, wenn wir bombardieren könnten. Was wir momentan noch nicht können, aber sollte jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern. Dann einmal hier gucken. Sehr nett. Und damit ist Chrysalis quasi auch unser. Da ist der andere AT-AT. Okay. Oh, nicht durchgekommen. Schade. Und warum seid ihr jetzt so vernichtet? Wahrscheinlich war da irgendwo ein Anti-Flugturm. Das könnte sein. Ihr könnt langsam aber sicher ein Stückchen vorlaufen. Ihr könnt ein Stück vorlaufen. Immerhin, beide geschafft wirklich. Antifahrzeug, Antifahrzeug. Geht alle auf den AT-AT. Mit so vielen müsste das machbar sein eigentlich. Oder auch nicht. Aber mit den Flugeinheiten zusammen jetzt hier ist der AT-AT Geschichte. Auf den Antiflugturm da drüben bitte gehen. Dass meine Flugeinheiten hier nicht mehr Probleme haben. Und dann dürft ihr jetzt hier durch einmal drauf schießen. Wenn die mit den anderen Einheiten nicht ankommen wollen, müssen sie mit den anderen Einheiten nicht ankommen. Geht ein Stück zurück. Bombardierung hier drauf. Die sollte machbar sein. Und dann müssten wir auch eigentlich gewonnen haben. Ja. Chrysalis gehört uns. Sehr schön. Dann auch nach Bomis Cory. Wenn der Lag uns denn freilässt und uns nicht die ganze Zeit beherrscht. Wäre auf jeden Fall nett, wenn der Lag uns freilassen würde. Sehr nett. Sehr, sehr nett. Wenigstens ein bisschen was hier bauen. Und das war so klar, dass die hier wieder rüberkommen werden. Es ist dann aber eine sehr einfach besiegbare Flotte, wenn die hier mit dem Allegiance rüberkommen. Können wir irgendwo irgendwas upgraden? Sehe ich jetzt nicht. Und wir greifen hier mal an. Vielleicht habe ich das bei der Dala auch einfach falsch gelesen und da war irgendwas anderes, was man abschließen musste, um das Ganze abzugraden. Wäre durchaus möglich, aber dann habe ich es falsch überflogen. Einmal das. Einmal Super Laser hier drauf. Und damit hat sich das. Ein weiterer Allegiance vernichtet, ohne dass wir großartig viel machen mussten. Was? Werde vernichtet. Crusader, danke. Danke, danke, danke. Zurück zur Galaxiskarte. Und dass Dala jetzt die Seiten gewechselt hat. Was eine Beleidigung. Aber Bomis Cory ist einnehmbar, würde ich sagen. Müssen wir jetzt nur hinkommen. Einmal, ups. Alle zusammen hier rüber. Die Flotte hier bei Abrigado Red darf jetzt einfach mal Richtung Deep Space fliegen. Und die Flotte darf einmal Duro schützen hier von Foles. Die beiden Bodeneinheiten gehen bitte bei Foles auf den Boden. Jetzt wollen sie auch wieder nach Klon kommen. Oh, mit einem Interdiktor-Sternzerstörer. Interessant. Aber die Flotte kann jetzt erstmal eben kurz hier Duro schützen und den frei wild herumlaufenden Allegiance vernichten. Das wäre sehr nett. Sehr, sehr nett sogar. Und dann, warum nicht auch noch den? Und ist das ein Tunnel Immobilizer? Ist es? Ach so, wir haben auch noch das hier. Einmal bitte volle Feuerkraft. Ah, jetzt kommt er mit seinen
Dings nicht mehr hinterher, jetzt schon mit den Proton-Torpedos. Und damit ist der Allegiance auch Geschichte. Ach, tut das gut, die Allegiance jagen zu können hier. Da drüben haben wir auch noch einen Allegiance. Langsam aber sicher vernichten wir halt einfach deren Nester, die die überall noch haben. Und dann ist es gleich nur noch Chardan und Tinna und welchen Planeten auch immer die gerade eingenommen haben, Bestien 4. Wir warten einmal kurz die Schlacht bei Deep Space ab und dann könnten wir Tar Mordor angreifen. Das sollte auch machbar sein, eine 317er Flotte. Ich glaube, die haben gar keine Allegiance mehr, wenn ich es richtig gesehen habe. Nur noch Prokursatoren und, ouch, die Dala mit ihrem Venator und ein bisschen Kleinkrams. Beginnen wir hier mal bei Deep Space und gucken, ob es hier wirklich nichts gibt. Sieht mir danach aus. Greif hier an. Ja, was ich jetzt natürlich nicht habe, sind Lancers. Aber gut, sie fliehen. Greift noch die Lancer an. Ah, eine Lancer konnte fliehen. Egal, Deep Space gehört uns. Die Lancer wird jetzt auch nicht den Ausgang dieser Galaxis-Eroberung entscheiden. Hoffe ich zumindest. Deswegen, mal gucken. Die könnte natürlich auch einen Hyperraumsprung machen, der so ausgelegt ist, dass sie damit in einer Linie alle meine Supersternzerstörer direkt zerstört. So Episode 8 mäßig, nur nochmal krasser. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie so ein Bauchgefühl sagt mir, dass das nicht so möglich ist. Was möglich ist, ist natürlich hier Lags zu haben. Aber der ist jetzt auch weg, sehr gut. Und jetzt, bevor wir Bomis Cory am Boden angreifen, nehmen wir die Raumschlacht nach Tar Mordor. Ja, 2 Sternzerstörer. Und ansonsten Kleinkrams. Ist die Frage, ob der Superlaserschuss auf Dala geht oder auf einen Sternzerstörer. Dala bringt viele Jäger mit und hat halt auch einfach, ich glaube, eine Command Tier 2 oder so. Mal gucken. Wo ist sie? Oh, nur 3. Aber trotzdem, die Command hier wegzukriegen, wäre einfach nett. Deswegen Superlaser direkt hier drauf, bevor die auch in irgendeiner Art und Weise Jäger spawnen kann. Direkt da drauf. Du darfst hier auf der Seite helfen. Du gehst bitte hier drauf. Oh, die Sovereign hat schon keine Schilde mehr. Sind halt auch einfach viele starke Schüsse aus den Prokursatoren und den Sternzerstörern. Das muss man einfach auch mal so neidlos sagen. Das sind starke Schiffe. Der Prokursator ist aber auch vernichtet jetzt. Nehmen wir den Sternzerstörer. Die Sovereign wird so schnell nicht mehr in den Kampf fliegen, denke ich. Die muss dann erstmal repariert werden. Aber ich denke, das ist trotzdem schaffbar, ohne dass sie jetzt vernichtet wird. Du bist auch noch, glaube ich, ein Reparierer. Ja, aber Velocigun ist nervig. Die ist sehr nervig. Du nimmst den Prokursator hier drüben, bitte. Ja, vielleicht wird die Sovereign auch vernichtet. Mal gucken. Diese Beta-ETR-3-Dinger sind mehr als nervig. Gucken wir, dass wir die vernichtet bekommen mit unseren Lancers. Du darfst hier drauf gehen. Du darfst das vernichten. Der Sternzerstörer hat schon fast nichts mehr, das ist gut. Ulrich Taggy wird hier wahrscheinlich auch nicht überleben. Aber was anderes habe ich hier auch nicht. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass die so krass auf die Sovereign gehen können und der Sovereign so viel Schaden machen können. Bevor wir hier verlieren, vernichte noch den Sternzerstörer. Na gut, da standen auch irgendwie 50 Prokursatoren ineinander drin. Ist natürlich nochmal ein bisschen mehr Schaden, der dann hier ankommt. Aber die Sovereign ist auch noch lange nicht vernichtet. Der geht's nicht gut, das muss man einfach auch so sagen. Aber vernichtet ist sie einfach noch nicht und es werden halt auch immer weniger und weniger. Du kannst mal hier drauf gehen.
Du kannst hier drauf gehen. Ulrich Taggy war einmal. Schade, schade, Schokolade. Screed und Lon Benja, oder wie der heißt, dürfen hier nochmal ein bisschen mitkommen. Das schicke ich hier hinten drauf. Aber dann haben wir jetzt gleich... Oh. Warte, einfach weitermachen. Das Ding wird gleich vernichtet sein, hoffentlich. Jawohl. Ohne, dass irgendwas passiert ist. Dann hier drauf schießen. Du darfst hier das alles vernichten. Und dann sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Die haben ihre nervigen Escort-Bomber, Fregatten, Korvetten, was auch immer das sind, nicht mehr. Oh, ihr seid schon ziemlich angeschlagen. Aber euch beiden kann ich nochmal ein Stückchen vorschicken. Ihr dürft alle auch mit auf die Golan 2. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir die hier einigermaßen alles vernichten können. Aber die ganzen Jäger, die jetzt hier die Quasar Fire mitgenommen haben, sind sehr, sehr gut. Einmal hier drauf. Und dann haben wir es. Auf die Fighter Bay. Und dann würde ich auch sagen, mit dem Blick auf die Uhr war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.